Naja, und wir müssen jetzt halt schwimmen. Denn er hat kein festes Wasser. Na gut. Komm, Richa, schwimmen wir. Da kommt schon der erste Gegner. Das ist Richa. Und der nächste Gegner. Schade, 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 dass wir kein festes Wasser auf Ziel gerade dabei hätten oder haben. Und auch sehr schade, dass Telfür keine Boote hat. Ich hoffe, er ist intelligent genug, dass er atmet. Aber ich glaube, Argonne kann auch unter Wasser atmen, oder? Da kommt er. Komm, Richa. Den halben Weg haben wir schon hinter uns. Das ist doch der richtige Weg, oder? Nein, da lang müssen wir. Richa, bist du noch da? Ja. Wo ist der uns angreift? Da! Die Leertaste drücken sollte ich schon. Okay. Da muss ich rechts vorbei. Wobei es ist egal, rechts oder links. Danach muss ich halt dann entweder nach links oder nach rechts. Bisher scheint es aber gut auszusehen, dass Richa nicht ertrinkt. Warten wir mal ein bisschen auf ihn. Ein schneller Schwimmer scheint er nämlich nicht zu sein, obwohl er ein Argonia ist. So, da muss ich hin. Der uns gesehen? Nein, da ist ein Droik. Solange wir im Wasser sind, sieht uns der Klippenläufer anscheinend nicht oder möchte uns nicht angreifen. Plötzlich ist er auch weg. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter nach links. Komm, Richa, du schaffst es. Schwimm in die Freiheit. Falsch da entlang müssen wir. Und das nächste Wassermonster. Von wo kommt es? Von unten. So, da müssen wir entlang. Bist du noch da, Richa? Ja. Richa ist noch da. Genauso wie ein anderer Gegner. Da ist ein Droik. Richa ist da. Er hat uns eingeholt. Der Droik hat uns anscheinend lange genug aufgehalten. Naja. Ah, da kommt der nächste Gegner.
Wieder ein Droik. Und wieder ist da Rija. So, jetzt müssen wir ein bisschen nach links. Und da dahinter müsste irgendwo Satrif Mora sein. Nee, da müssen wir entlang. Ist noch da, Rija? Ja. Okay. Au. Da. Rija ist auch da. Ich bin noch im Kampf. Rija hat ihn einfach mal geschlagen. Er kämpft für seine Freiheit gegen einen Schlachterfisch. So, eigentlich müssten wir jetzt dann gleich Satrif Mora sehen können. Wo? Oh. Da! Was war das? Nee, da ist noch einer. Ich dachte schon, er kämpft jetzt gegen mich. Dass ich ihn aus Versehen getroffen, dann wäre er ja tot. Aber gut, das hat das Mora! Da könnten wir hoch, aber ich möchte nicht bei der Festung hoch, sondern ich möchte zu den Booten. Die müssten ein bisschen weiter in diese Richtung sein. Weil wir könnten auch bei der Festung hoch und dann an Land herumgehen. Oh ja. Ah nein. Nein. Das tut gut, wenn er ein bisschen schwimmt. Wir schwimmen ja auch sonst nie. Rija? Mal ein bisschen schneller hier. So, das Satrif Mora. Und dahinter müsste eigentlich der Hafen sein. Warten wir mal kurz wieder, Rija. Gehen wir jetzt mal an Land. Da ist dieses Gebäude mit dem großen Tor. Komm, Rija! Genug geschwommen. Und da sind die Boote. So, hier ist der Weg, Rija. Rija. Er findet anscheinend keinen Weg zu uns. Kommt er hierher? Ja. Kommt er hierher? Ja. Kommt er hier hoch? Ja, den Weg findet er. So, wir wollen bitte nach Ebenherz. Möchtet ihr die Sehenswürdigkeiten sehen? Wo darf ich euch hinführen? Ebenherz. Für 21 Draken. Muss ich jetzt eigentlich für zwei Personen zahlen? Also 42 oder? Ah, Rija ist da. Komm, Rija. Die Freiheit ruft. Da drüben ist die argonische Mission. Du hast es fast geschafft. So. Was davon war jetzt Himmelsrahn oder was die Argonische? Ich glaube, das hier war die Argonische. Ja. Rija, komm. Die Argonische Mission. Sie ruft.
Tagebuch wieder aktualisiert. Unsere Aufmerksamkeit. Ich habe die argonische Mission mit Rija erreicht. Da, Rija. Das habt ihr gut gemacht, Winder. Ihr habt einem unserer Leute ohne die Aussicht auf Belohnung geholfen. Dabei war das Ganze sehr gefährlich für euch. Wenn ihr so weitermacht, dann sehe ich eine große Zukunft für euch voraus. Ihr steht auf der Sonnenseite, das ist offensichtlich. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Blutgürtel. Okay. Trotz der langen Reise ist es mir gelungen, Rija an Imkailaya zu übergeben. Unser Treffpunkt war die Argonische Mission in Ebenherz. Imkailaya war dankbar und belohnte mich für meine Mühen. Blutgürtel. Lebensenergie festigen auf sich selbst. 10 bis 40 Punkte, aber das steht nicht für wie lange. In solch was verlangst Gesellschaft du? Zuhören man sollte. Naja, okay. So, Rückkehr. Rückkehr. So, der war ja jetzt lange genug bei euch. Ihr seid wahrlich ein netter Gesprächspartner. Sprecht weiter. Folge mir. Nee, immer noch nicht. Komm her. Okay, offenbar kann ich die Quest nicht machen. Die scheint buggy zu sein. Oder kann ich bei ihm irgendwas mittlerweile reden? Nein. Wartet hier. Auch nicht. Okay, dann folge mir. Vielleicht müssen wir mit ihm reinkommen. Bitte, fahrt fort. Ich höre euch zu. Ich meine, bei denen geht doch auch nichts, oder? Beeindruckend. Eure Kleidung Was? Steht euch gut. Tagebuch aktualisiert. Ein Schwätzchen mit Leuten, die ich mag, ist mir immer willkommen. Und euch mag ich. Okay. Asaba Ventus kam im Madriga-Schlager an. Ah, jetzt hat es Bitte gemerkt. Bitte, fahrt fort. Ich höre euch zu. Bitte teilt eure Gedanken mit mir. Asaba Ventus ist in der Tat ein besserer Mann. Danke, dass ihr ihn hierher gebracht habt. Ja, ihr habt uns einen besseren Mann gebracht. Wir werden Josien gehen lassen. Tagebuch aktualisiert. Der Mabrigash ist bereit, Josien Aswin freizulassen. Ihr habt euch um meine Häscher gekümmert. Ich werde allein meinen Weg zurück zu den Erabenimsun finden und sie über das Kaiserreich aufklären und von seinen Sitten und Bräuchen künden. Okay. Ich fand Josien Aswin und er sagte mir, dass er den Weg zurück zum Erabenimsun-Lager selbst finden würde. Gut. Also göttlicher Angriff, kommen wir nach Sadreth Mora. Machen wir mal die Almsibi-Intervention. Wo kommen wir dahin? Molag Ma, okay. Und wenn ich von hier aus jetzt... Wo muss ich überhaupt hin? Nach Balmora muss ich, glaube ich, oder? Ich glaube, da war ein Balmora. Von hier aus könnte ich, glaube ich, nach Balmora. Es gibt ja einen Schlittschreiterverdienst. Und abwärts.
werde ich auch gleich Wasseratmung skillen. Während wir auf dem Weg zum Schlittschreiter sind. Noch zweimal. So. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Die ist noch gar nicht auf 100. So, nach Vivek oder Sudan. Ja, dann reisen wir mal nach Vivek. Von Vivek aus kommen wir nach Balmora. Aber erstmal wieder Wasseratmungsskin. Wie weit sind wir denn schon? Ah ja, okay. Da kriegen wir keinen Punkt leider. Aber schon auf. Wir bieten drei. Euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ja. Auf 93 haben wir es schon. Sehr schön. So, dauert nur ein bisschen. So, ich glaube einmal noch. Nein, das hat schon gepasst. So. Wir reisen nach Balmora. So, und von hier aus können wir dann den göttlichen Eingriff machen. Dann sind wir direkt beim Lager, bei der Festung. Wir sind in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr hinsichtlich Josuar Aswar zu berichten, junger Ritter? Ihr habt Josuar gerettet? Gut, jetzt kann er seine guten Taten hier in Warenfell wieder aufnehmen. Rat Hartherz dankte mir für die Rettung von Josuar Aswar. Dafür möchte ich eine Ausbildung. Axt. Auf 42 Punkte. Gibt's Beförderung? Leider noch nicht Befehle. Geht nach Abernanit und befreit Danza, Angehörige des Kaiservolks. Haben wir doch schon gemacht, oder? Danza ist tot? Nein, ich möchte eure Entschuldigungen nicht hören. Geht mir einfach aus den Augen. Oh Mann. Haben wir die getötet, oder? Ja. Ich unterrichtete Rat Hartherz darüber, dass Danza tot ist. Das ist echt schade. Naja. Aber hey, wir haben wieder eine neue Aufgabe fertig. Also nochmal, Axt-Skillen, 43 Punkte. So, Beförderung, leider nicht. Befehle, geht nach Gnamok und tötet diese brütenden Netsch, die die Stadt bedrohen. Wie ich bereits sagte, findet die brütenden Netsch, die sich nördlich von Gnamok aufhalten, und tötet sie, bevor sie wieder zurück in die Stadt streunen. Erstattet mir danach Bericht. Okay. Rat Hartherz sagte mir, dass Riesennetsch das Dorf Gnamok bedrohten. Ich müsste dorthin und das Paar der brütenden Netsch töten. Gnamok.